Zur Geschichte von Java. Es begann alles im Jahr 1991. Bei Sun Microsystems gab es ein Projekt namens Green. Ziel dieses Projektes war es, Software für den Consumermarkt zu implementieren. Insbesondere ging es darum, ja für Haushalte, für den Haushaltsbereich Geräte und Programme zu entwickeln, die es erlauben, beispielsweise interaktiv ja mit dem Kühlschrank zu reden, in Anführungszeichen, oder mit dem Toaster. Das heißt, es ging darum, diese Haushaltsgeräte zu steuern. Bis dahin existierende Programmiersprachen erwiesen sich als nicht geeignet. Und deswegen wurde im Rahmen dieses Projektes die Programmiersprache OAK, Eiche, definiert. Das ist der Vorgänger von Java. Dieses Projekt war anfangs relativ erfolgreich. Es wurde ein Produkt erstellt mit dem Namen Star 7 und innerhalb der Firma Sun vorgestellt. Aufgrund dieser Vorstellung, die sehr beeindruckend war, wurde eine eigene Firma gegründet, die Firma First Person. Die hatte jetzt aber nicht so einen großen Erfolg und wurde bereits 1993 wieder aufgelöst. Aber um diese Zeit begann auch der World Wide Web, der Internetboom. Und es zeigte sich, dass die Ideen, insbesondere die Programmiersprache oder viele Konzepte der Programmiersprache auch, relativ gut in diese Welt des Internet passte. Deswegen wurde diese Sprache nicht einfach wieder verworfen, sondern jetzt für andere Zwecke genutzt, nämlich für die Internetprogrammierung. 1995 wurde dann OAK in Java umbenannt. Der erste Browser, der letztendlich mit Java arbeitete oder arbeiten konnte, war Hot Java im Jahr 1994. Es war ein Browser, der es erlaubte, Java-Applets auszuführen. Das heißt, Java-Programme konnten jetzt innerhalb des Browsers ausgeführt werden. Netscape, der Netscape Explorer, war damals ein sehr erfolgreicher Browser und es gab die Lizenzierung durch Netscape im Jahr 1995. Das erste JTK, die erste Java-Version, die erste Klassenbibliothek, kam dann 1996 auf die Welt. Es war die JTK-Version 1.0. Ab diesem Zeitpunkt konnte man nun wirklich mit Java arbeiten.